Damit herzlich willkommen zum 14. Talk aus der Bärenhöhle. Ich bin der Bärenbruder und begrüße euch heute zu diesem Talk mit dem Thema Insekten als Lebensmittel. Ja, und das Thema Insekten in Lebensmittel, das ist ja auch, sag ich mal, relativ ja, aktuell, ne? Und ja, dann habe ich auf jeden Fall heute vor, da ein bisschen drüber zu talken, und ich sag mal, ich zähle erstmal so ein bisschen ein paar Fakten auf. Das ist so die erste Hilfe des Talks. Und in der zweiten will ich nochmal meine persönliche Meinung dazu preisgeben. Ich sag mal, diese Aufklärungsvideos, wo jetzt zum Beispiel Insektenlebensmittel sind, haben sich ja auch schon wesentlich größere YouTuber gemacht als ich. Ich wollte es aber auch noch vollständigkeitshalber machen, bevor ich dann halt meine eigene Meinung dazu preisgebe. Und ansonsten, genau, ne, habe ich hier quasi auch schon so eine Liste, ne, wo dann eben steht, wo die so weit drin sind und so weiter und so fort. Und ja, das, oder ich sag mal, ihr könnt rein theoretisch ja auch im Prinzip selber irgendwo auf welchen Seiten schauen, wo welche Insekten drin sind und so, oder wo überhaupt welche drin sind. Aber naja, kann ja natürlich sein, dass von meinen Abonnenten vielleicht eventuell der ein oder andere noch nichts davon gehört hat oder so. Was ich jetzt aber dann doch eher für unwahrscheinlich halte, weil das war ja sogar mal Thema in den Medien selbst. Aber gut, vielleicht guckt ja keiner mehr so auf Feinsee. Von der bekommt das vielleicht gar nicht so mit oder nur am Rande. Ja, auf jeden Fall, ne, geht's darum. Und ja, jetzt hätte ich, wie gesagt, in der ersten Hälfte des Talks ein paar Fakten auf, und danach in der zweiten sage ich dann was Persönliches noch dazu. Auf jeden Fall ist das so, dass genau, ne, ja, vor kurzem, genau genommen am 26. November 2023 beschlossen wurde, dass auch jetzt Insekten in Lebensmittel beigemischt werden dürfen. Und demnächst kann es dann eben, oder vielleicht ist das schon auch jetzt so, dass es in gewissen Lebensmitteln Insekten gibt. Also ich denke mal, das ist mittlerweile schon so, dass es in gewissen Lebensmitteln vorhanden sein kann, diese Insektenzusätze. Fakt ist aber auch, dass es maximal 5% an Insektenzusatz betragen darf in einem Produkt, und das wird dann in der Regel so in Pulverform beigemischt. Also geschmacklich wird das wahrscheinlich sowieso keinen Unterschied machen, sag ich mal, ne, was das Produkt angeht. Und ja, auf jeden Fall, die Liste habe ich jetzt hier. Ich lese das dann jetzt einfach vor. So, ne, in welchen Lebensmitteln Insekten vorhanden sein können. Und zwar zum einen in Getreideriegel, in Backwaren wie Brot und Brötchen. Hier in Porridge und so, ne, Müsli eventuell. Dann hier in, ja, so vorgefertigtes für Gebäck und so halt, ne. beziehungsweise, also so, trockene Vormischungen für Backwaren, so, das wäre der korrekte Begriff. Ja, und sämtliche Getreide- und Frühstückszerealien in Molkenpulver, Suppen, also ja, so Tütensuppen halt, ne? Pizza. Okay, cool. Bestelle ich mir vielleicht demnächst eine Kakerlakenpizza oder so. Getreide aus ne, Moment. Toll. Jetzt kann ich hier wieder meine eigene Schrift nicht lesen. Das ist ja wieder hochprofessionell, was ich hier fabriziert habe. Ja, Teichwaren kann man sagen, genau, Teichwaren, beziehungsweise Gerichte aus Getreide, so, Nudeln sogar, dann Snacks wie zum Beispiel Chips, Erdnussbutter, verzehrfertige Sandwiches, Fleischzubereitungen, Fleischanaloge von Milch und Milchprodukten, Schokolade und Nahrungsergänzungsmittel, ne, das sind auf jeden Fall die ganzen, ja,
Nahrungsmittel, wo diese Insektenzusätze vorhanden sein können. Sind ja doch schon eine ganze Menge, ne? Also, ja, extrem viel. Sag mal, gut, gibt ja immer noch ein paar Sachen, wo sie eigentlich nicht drin sein können. Obst und Gemüse zum Beispiel. Klar, in so einem Apfel kann vielleicht auch mal ein Regenwurm sein, aber das ist wieder was anderes. Ne, aber zum Beispiel Eier und so, das geht ja auch nicht, ne, dass da Insekten drin sind. Oder, naja, noch einige andere Sachen. Aber ich sag mal, da fällt doch schon viel weg, sag ich mal, ne? wenn man jetzt zum Beispiel auf alles verzichten würde, wo Insekten drin sein könnten. So, auf jeden Fall, das war's ja schon mit der Faktenaufzählung. Und jetzt komme ich doch, sag ich noch mal ein bisschen Persönliches was dazu, was ich so davon denke und halte. Ja, ich sag mal so. Ich muss ganz ehrlich sagen, und da bin ich auch nicht der Einzige, weil ich ja auch schon mit anderen drüber geredet habe, dass ich zum Beispiel auf jeden Fall kein großer Freund davon bin, dass Insekten da in Lebensmittel beigemischt werden. Alleine schon die Vorstellung, dass da irgendwo Insektenbestände drin sein könnte, das löst in mir schon direkt so ein Ekelgefühl aus, muss ich sagen. Ich sag mal so, verschiedene Völker, die haben ja schon quasi seit langer Zeit oder ernährt sich schon seit sehr, sehr langer Zeit von Insekten, sind auch nicht deswegen tot umgefallen, ne? Aber die Sache ist ja die, erstens, man weiß nicht, was die Insekten gefressen haben, das kann ja natürlich auch sein, dass sie irgendeine Scheiße gefressen haben und die wäre dann ja quasi auch damit drin. Die würden wir dann ja auch zu uns nehmen. Ne? Und da frage ich mich, wer kontrolliert das, ne, was die gefressen haben? Das ist ja das eine. Was mich da so ein bisschen skeptisch macht. Aber wie gesagt, auch der Ekel an sich, dass da irgendwie Insekten. Weil Insekten fressen, das ist. Nee, das. Und selbst wenn es nur in Pulverform ist oder so, aber. Und das geschmacklich wahrscheinlich dann nicht merken wird, aber trotzdem, allein die Vorstellung, ne? Löst bei mir doch schon irgendwie so ein gewisses Ekelgefühl aus. Zumal ich ehrlich gesagt auch gar nicht verstehe, warum überhaupt Insekten jetzt in sämtlichen Lebensmitteln beigemischt werden sollten, also, ne, warum man das jetzt überhaupt macht, das verstehe ich zum Beispiel eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht kennt sich da einer von euch besser aus, vielleicht hat sich da einer von euch mehr beschäftigt, keine Ahnung. Kann man dann ja gerne unter die Kommentare schreiben, wenn er da etwas mehr weiß, aber ich weiß es tatsächlich nicht, warum man das macht. Vielleicht werden wir auch den wahren Grund nie erfahren. Aber naja, schauen wir mal. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, ich halte tatsächlich jetzt nicht wirklich viel von, ne, sag ich mal. Weil, ja, ich habe ja schon im Prinzip gesagt, hier wegen Ekelgefühl und so, oder ein bisschen die Vorstellung. Ja, und weil man eben auch nicht weiß, ne, da, was ich gefasst habe. Ich meine, Insekten an sich sind ja jetzt von sich aus gesehen noch nicht mal ungesund, ne. Aber wie ich schon sagte, man weiß nicht, was die vorher eventuell gefressen haben und, ne, ich meine, wer kontrolliert das? Wer kontrolliert sowas? Ich kann ja auch die, auch wenn ich jetzt selber kein Veganer bzw. Vegetarier bin, kann ich die Leute nachvollziehen, weil ich kenne auch welche und die meisten kommen mit der Begründung, ja, weil wir nicht wissen, was die Tiere so zu fressen bekommen, ne, und das eventuell, wenn die irgendeine Scheiße gefressen haben, dann würden wir die ja auch zu uns nehmen und so und deswegen keine tierischen Produkte. Beziehungsweise kein Fleisch und so. Ja, und da habe ich gesagt, ja gut, kann ich verstehen. Ne? Aber das ist das jetzt das große Problem. Ich habe nämlich gehört, ich weiß nicht, ob das tatsächlich gut durchgesetzt worden ist oder ob man das überhaupt irgendwie eventuell in Erwägung zieht oder tatsächlich schon hat, dass man jetzt nicht unbedingt bei allen Lebensmitteln schreibt, falls Insekten da drin sind, falls Insekten da drin sind, dass man das auch da drin schreibt, ne? Also, dass man das eventuell sogar gar nicht, dass das eventuell sogar gar nicht steht auf der Verpackung, wenn Insekten da drin sind. Und das, wenn das tatsächlich so ist, dann halte ich das, da bin ich überhaupt kein Freund von. Weil ich finde, jeder sollte das Recht haben, zu wissen, was da drin ist. Klar, aus Erfahrung weiß ich auch, viele achten nicht so drauf, was die, was in den Produkten drin ist. Die kaufen es einfach, weil es schmeckt oder so. Okay. Aber zum Beispiel Allergiker sind ja im Prinzip darauf angewiesen. War ich ja eine lange Zeit auf, deswegen musste ich ja immer drauf achten, was da so drin ist und so in den Produkten. Da musste ich quasi immer lesen, was da drin ist. Muss ich teilweise auch jetzt noch, weil ich habe zumindest noch eine Kaffeeallergie. es gibt Allergien, die können im Verlauf des Lebens eventuell wieder weggehen.
wenn man davon lange Zeit nichts isst und so, wenn man darauf achtet. Aber es gibt halt auch Allergien, die bleiben wahrscheinlich ein Leben lang. Und Kaffee-Allergie, das war bei mir halt schon wirklich von Anfang an, von Geburt an. Das ist quasi, ja, so eine Allergie, die bei mir fest verankert ist, ne? Und solche gehen in der Regel eigentlich nie weg. Und deswegen muss ich zumindest da doch hin und wieder ein bisschen drauf achten, ob da eventuell irgendwo Kaffee drin ist oder so in welchen Produkten. In irgendwelchen Riegel zum Beispiel, ne? Genau. Und es kann natürlich auch sein, dass gewisse Leute auf Insekten allergisch reagieren und dann wüsste man nur nicht vielleicht, woran genau es liegt. Deswegen wäre ich schon dafür, dass man auf jeden Fall auch schreibt, einmal, dass Insekten da drin sind, beziehungsweise Insektenbestandteile und am besten auch noch was für Insekten, ne? Ja, ich finde auf jeden Fall, jeder sollte es aber so oder so ein Recht haben, egal ob er jetzt eine Allergie gegen welche Sachen hat oder nicht, was da drin ist, auch vor allem was Insekten angeht. Weil, ne, das ist so für mich das Wichtige, dass jeder definitiv wissen sollte, was da drin ist, jetzt speziell hier in dem Fall Insekten, ob die da drin sind. Und dann kann er sich immer noch entscheiden, ob er das Produkt kauft oder nicht. Man könnte ja auch zum Beispiel, um direkt auf den ersten Blick zu sehen, ob da irgendwo Insekten drin sind oder nicht, einfach jetzt so quasi als Norm so eine Heuschrecke oder so da mit vorne auf der Packung abbilden, dass man direkt sieht und weiß, aha, da sind Insekten drin, ne? Da muss man sich auch nicht schnell die Verpackung durchlesen, sag ich mal, was da so drin ist. Das wäre eigentlich auch dann, denke ich mal, recht angenehm für die Leute. Und genau. Aber wenn man einfach, sage ich mal, jetzt nichts schreiben würde, das wäre scheiße. Weil so hätte man noch die Wahl, ne, ob man das Produkt dann jetzt kaufen möchte oder nicht. Aber wenn das jetzt nicht da drin steht und der Mensch dann davon ausgeht, dass da auch keine Insekten drin sind und er das dann trotzdem zu sich nimmt, das finde ich dann, weil da wird er ja doch irgendwie mehr oder weniger indirekt dazu gezwungen, Käfer zu fressen, obwohl er das eigentlich vielleicht gar nicht möchte, ne? Und deswegen bin ich da doch sehr zwiegespalten, was ja, die Insekten. Zusätze in Lebensmitteln angeht, die dabei gemischt werden. Wobei ich eigentlich sagen muss, dass in meinem Fall jetzt eigentlich doch definitiv wesentlich mehr gegen die Insekten in den Lebensmitteln spricht als dafür, jetzt für mich persönlich, ne? Also ich bin eher dagegen als dafür. Aber wenn man das schon macht, dann bitte sollte man das auch deutlich darstellen, dass Insekten da drin sind, ne? Weil wenn nicht, das würde dann in meinen Augen gar nicht gehen, ne? Dass man das dann einfach nicht schreibt. Und die Leute dann quasi mehr oder weniger dazu gezwungen werden, da was zu essen, was sie nicht wollen. Die meisten Leute sagen ja immer, ja, ich will am liebsten auch gar nicht wissen, was da drin ist. Denke ich mir, ja gut, aber für manche ist es ja halt wichtig zu wissen, was da drin ist, ne? Und deswegen finde ich, man sollte definitiv das dran schreiben, so dass jeder auch wirklich eben das Recht hat, zu erfahren, was da drin ist und sich da eben dann noch entscheiden kann, ne? Ob er bestimmte Produkte kauft oder nicht. Ja, ne? Das ist so ein bisschen meine Meinung dazu. Also kurz zusammengefasst, ich bin eher dagegen, dass man Insektenbestandteile in Lebensmittel beimischt. Zumal ich das, wie gesagt, noch nicht nachvollziehen kann, warum man das überhaupt macht. Aber wenn man es schon macht, dann definitiv deutlich kennzeichnen, dass Insektenbestandteile da drin sind, ne? So, das ist so meine Meinung zu dem Thema. Jetzt nochmal grob zusammengefasst am Ende. Genau. Ja, und ja, habe ich da, wie gesagt, ein paar Fakten aufgezählt, ne, und ein bisschen meine Meinung dazu gesagt. Und das war es tatsächlich auch schon, deswegen ist das, ne, auf jeden Fall auch der kürzeste Talk bisher auf dem Kanal. Waren ja jetzt doch im Prinzip alles so aktuelle Themen gewesen. Naja, gut, jetzt im Dezember noch der Jahresrückblick. Im Januar war es ja. Scheiße, ich hab's vergessen. Mein Gott, geht schon langsam los mit der Demenz. Das gibt's auch nicht. War auf jeden Fall auch was Aktuelles. stimmt, hier mit dem Gendern, genau. Jetzt weiß ich's wieder. Gott sei Dank, das ist ja doch noch nicht ganz so schlimm. Ja, und jetzt mit den Insekten in Lebensmitteln, ne? Das waren jetzt zwar alles ziemlich aktuelle Themen. Ja, und demnächst kommt dann aber wieder ein sehr allgemeines Thema, was jetzt auch, ja, nicht wirklich aktuell ist. Das ist quasi allgegenwärtig. Naja, lasst euch überraschen, ne? Ja, auf jeden Fall war es das damit. Und ihr könnt natürlich auch gerne
immer in den Talk schreiben wir zum Beispiel auch, was das Thema angeht, wie ihr das so seht, was ihr davon haltet, wie eure Meinung dazu ist, wie ihr dazu steht und so weiter. Ne, könnt ihr mir alles gerne schreiben. Würde mich auch interessieren, was ihr so davon haltet allgemein. Und ja, dann war es das tatsächlich schon mit dem Talk. Und dann sehen wir uns aber wie immer ganz normal zu meinem nächsten Video, was auch immer das sein wird. Aber bis es soweit ist, will ich auch hier wie immer sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Bärenbruder.